Entscheidung, wie das möglich herbeiführen. Das ist uns leider nicht gelungen. Wir haben sogar einen Unterzahlleiter nach vorne gespielt, hatten auch dann noch gute Torchancen und das 2:0 erzielt. Und ich kann meiner Mannschaft heute sehr wenig vorwerfen, da wir auch in Unterzahl wirklich einen halben Schuss vielleicht zugelassen haben und dann außer Schluss den Ausgleich erzielt. Wenn man schon was Negatives mal gewinnen will, dann ist es wirklich so, dass wir zu wenig Tore erzielt haben und somit die frühzeitige Entscheidung nicht herbeigeführt haben. Danke und darf um das Mikrofon für den Sie sind ja hier der Erfolgsmuss. Bitte. Das habe ich diskutiert, aber das war sicher die beste Leistung und eigentlich damit der jetzt auch das schlechteste Ergebnis. Ist das irgendwie, weil das war jetzt nicht zwei da drin und da schwer. Ja, ihr steckt da irgendwie da rum. Ja, es ist eigentlich generell so, was sind so Ansätze, aber ist auch nicht so richtig geil, die sind mal einbringen als internationalen Partien. Wo ist das da jetzt so erklärt? Im Verein, glaube ich, wenn ich mit dem inneren Kreis, mit der Spielermannschaft, Management, gar nichts zu spielen, das ist vielleicht ein Feld. Wie immer bei der Bild, ich werde vor jedem Spiel gefragt, wie ist die Drucksituation? Ich werde nach jedem Spiel gefragt, wie ist die Drucksituation? Und ich kann Ihnen sagen, morgen ist frei. Wir regenerieren jetzt heute am Spielersatztraining, morgen durchlaufen für die nächsten zwei Spiele und nach dieser anstrengenden Woche. Ich bitte, wir haben auch eine wirklich gute Antwort gegeben nach dem Markus-Spiel. Der schon mal dort war, weiß nicht mehr als dort ist, was dort für äußere Umstände einfließen. Dementsprechend hat uns auch sicher gut getan, dass wir, glaube ich, das erste Mal nicht über 30 Grad gespielt haben. Da merkt man dann schon, dass man auch intensiver agieren kann über längere Zeit. Ich finde, wir haben heute viel richtig gemacht. Das Einzige, wir haben zu wenig Tore. Der Ausschluss des Schlüssels, jetzt wollte ich das ja recht, weil der nicht ganz einfach. Ich finde, der Ausschluss war die zweite Gegend. Ich habe es auch vorher schon gesagt, man sollte sich in die Zukunft dran denken. Wir entwickeln uns alle weiter, die Vereine, die Spieler, wir sind alles Profis. Und da ist es auch ganz normal, dass wir oft verschiedene Diskussionen haben, weil sie einfach keine Profis sind. Sie haben nicht die Zeit, sich intensiv weiterzubilden oder nicht genug. Und sie haben auch nicht die Zeit, sich auf ein paar Spiele vorzubereiten. Das wollten wir in Österreich vielleicht schauen, dass wir da andere Lösungen finden. Und das ist jetzt niemandem schlecht gemüht. Also ich finde, sie machen es über weite Strecken richtig gut, unsere Schiedsrichter. Heute war halt wieder eine Fehlentscheidung, die uns Punkte kostet. Konsequenz, das war bei Gelb, Rot, den VAR hat das einfach eher nicht, wie man das ist. Ich habe ein kurzes Moment, Regeln, glaube ich, darf man bei Gelb auch nicht eingreifen. Man muss ja nicht unbedingt hinwerfen, man kann ja sein gutes Tor vergeben haben und wenn die Gelbe nicht zucken. Aber okay, vorher bin ich auch gefragt worden, unsere Schiedsrichter lassen auch zu keinem Spiel im internationalen Vergleich. Ja, stimmt, das merken wir, wir sind international unterwegs, das war auch schon zu meiner Zeit so. Und ja, da ist ein Unterschied und das ist natürlich schwierig für die Spieler, dann einfach eine Marschrichtung zu finden, was ist erlaubt und was ist nicht erlaubt. Aber nochmals, es war unsere Schuld, haben wir das Spiel nicht vorher entschieden. Danach, okay, viele Entscheidungen, trotzdem haben wir weiter nach vorne gespielt. Wir haben Spielmann eingebracht und wir hätten auch noch die Chancen gehabt, das Spiel zu gewinnen. Das hat mich einfach nicht mehr erwähnt, Ich war jetzt nicht so weit, okay, ich habe super gespielt, ich habe Chancen rausgespielt, aber man kriegt das zweite Tor aus in 20, 3 Minuten. Da muss man jetzt sehr blöd sagen, der falsche Elfer war das zweite Tor. Aber wie schwierig ist es jetzt, was kann man dagegen tun? Am Donnerstag braucht man definitiv zwei Tore beim Aufsteigen. Und auch wenn man heute nicht das Glück gehabt hat, dass die Partie kippen könnte bis zum Ausschluss, war es aber auch nicht so, dass nach dem Tor der Knopf geplatzt wäre. Also da war ja, da war der Knopf noch jetzt total Stadion da, aber es ist Kalamine losgetreten worden, dass er dann sofort produziert. Ja, das ist aber nicht geschlossen. Und ja, nur, dass man auf der Stadt ganz zum Schluss noch keine Lattenschuss. Was muss passieren, dass ich da noch nicht Das ist das zweite Tor, was man noch da
ganz viel zurückbekommen. Das bleibt da, freue ich mich schon besonders. Das ist aus meiner Sicht, dass ich aber eine härtere Rotation gerecht werde, eigentlich vor allem aus der Offensive betrifft, nach dem Parkour-Trip. Aber beide werden alle so gut oder gab es immer eine Überlegung, ob man da ist. Und das ist ein bisschen, das ist ein bisschen, was ich habe da nicht vor, wenn ich immer wieder, als es war so, dass man da nicht für die Chance hat, welche setzt. Was ist aber für das, also wie war, das wird übertrieben, falls wir über die Idee noch mal aufhören, ja, dass der Kuchen bleibt. Nein, also ich denke, wir haben mit dem Zimmer mal lieber dann bleiben wir hätten wir Spieler gehabt, die ich eigentlich eingeplant habe, dann zu bringen. Und um 55, 65 irgendwo, dann ist halt die gelbe Rote gekommen und der Plan ein bisschen zerstört. Trotzdem, die Werte und alles, was halt gepasst hat, Spieler haben es gut gefühlt, sie haben mir auch einen guten Eindruck gegeben und deswegen habe ich heute so aufgestellt. Ich denke, 5 Positionen ist eh schon sehr viel, das letzte Mal waren 7. Trotzdem haben es alle richtig gut gemacht, finde ich. Ja, Herr Feldhofer, der Almo-Transfer hat wieder gutes Geld in die Vereinskasse gespült. Haben Sie denn noch irgendwelche Wünsche, was den Rest der Transfersatz betrifft? Wünsche? Ja, es ist kein Wunschkonzert, aber ich denke, wir haben Lubicic verloren im zentralen Mittelfeld. Wir haben jetzt Almo verloren, der in der Verteidigung und zentrales Mittelfeld spielen kann. Unglaubliche Qualität im Physischen, wie auch mit Ball. Und natürlich könnte ich mir vorstellen, dass wir am Transfermarkt noch zuschlagen, aber es sollte ein wirklicher Qualitätsspieler sein, der uns besser macht. Der Verein ist am Arbeiten und wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Auf welcher Position? Ja, am besten kann der Spieler alle Positionen spielen, aber wir werden sehen, was für uns möglich ist. Aber ich bin, wie gesagt, auch zufrieden, wie die Jungen das machen. Und ja, Sinn macht auf jeden Fall nur ein Spieler, der uns wirklich besser macht. Also, ich danke das Interesse und das Interesse aus dem Fluss, der den Namen